Hallo meine Hübschen, willkommen auf meinem Kanal Kleinstadt Coco. Ich bin Coco und ich grüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute wird das ein First Impression Video sein. Es handelt sich nämlich hier um diese Revlon Lip Butter. Ich habe sie jetzt in der Nummer 015 Tutti Frutti. Das ist auch die, die ihr jetzt hier gerade auf meinen Lippen seht. Und ich habe euch dazu einen kleinen Look geschminkt und werde euch im Anschluss auch noch ein paar Sachen dazu erzählen. Wünsche euch jetzt super, super viel Spaß beim Video und würde sagen, los geht's! Follow me through the dark, let me take you past our satellites. You can see the world you've brought to life. It's a life. So love me like you do. La la, love me like you do. Love me like you do. La la, love me like you do. Touch me like you do. Ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire. On fire. Yeah, I'll let you set. Gefallen. Ich finde irgendwie dieses Goldschimmernde auf meinen Augen passt zu diesem etwas orangenen Lippenstift. Und jetzt wollte ich euch noch so ein paar Kleinigkeiten hierüber erzählen, denn ich durfte den ausprobieren, testen, das habe ich eben auch gemacht. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass es Revlon als Marke nicht in Deutschland in Drogeriemärkten gibt. Denn ich weiß auch nicht, ich finde alleine diese Verpackung ist so unglaublich niedlich. Diese kleinen, ja, Raute-Kästchen hier und sowas alles, das gefällt mir einfach sehr gut. Der Lippenstift an sich jetzt gibt eine sehr schöne Farbabgabe, ist nicht allzu intensiv, also jetzt nicht, wenn du ihn aufträgst, ist er so bam. Wisst ihr? Also er ist halt so, ja, glossy und sheer und das gefällt mir sehr, sehr gut an diesem Lippenstift, Lip Butter. Genau, da sind auch so Mini-Schimmerpigmente drin, die sieht man aber nicht auf den Lippen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Das gefällt mir nämlich eigentlich nicht so, aber ja, das sieht man hier dran auf jeden Fall nicht und das ist sehr gut. Den kann man im Internet allerdings bestellen. Ich werde euch unten auch nochmal einen Link in die Infobox reinsetzen, wo ihr dann diese Lip Butter hier finden könnt. Es gibt da super viele verschiedene Farben von, auch Nude-Töne, also da ist eurer, ja, Farbfantasie, sag ich mal, freien Lauf gelassen. Mm, ja, er ist auch schön. Kennt ihr das? So weich, smooth auf den Lippen. Also das gefällt mir halt sehr gut an ihm. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass ich den testen durfte. Und ich finde, es ist eine super schöne Sommerfarbe. Also so knallige Farben mag ich im Sommer super, super gern und es passt einfach gut. Und genau, ich würde sagen, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Freue mich auch, wenn ihr bei meinem nächsten Video zuschaut. Und würde jetzt sagen, ich habe euch super, 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 super doll lieb. Und bis zum nächsten Video. Muah. Hallo meine Hübschen und willkommen auf meinem Kanal Kleinstadt Coco. Ich bin Coco und ich begrüße euch zu einem neuen Freitagsvideo, was ja eigentlich Tippy Friday ist und irgendwo ist es das heute.